unserem ersten Workout stark wie ein Tiger. Ich hoffe, ihr seid bereit und habt ganz viel Kraft gesammelt. Und ihr braucht nur eine Sache, nämlich einen Gürtel. Und als erstes legt ihr euren Gürtel einmal auf den Boden ganz lang hin. Und wir machen jetzt zusammen ein paar Übungen. Als erstes balancieren wir über den Gürtel. Passt gut auf, dass ihr nicht runterfallt, sondern auf dem Gürtel drauflauft. Dreimal über den Gürtel und los geht's. Jawohl, und passt auf, dass ihr nicht runterfallt. Sehr gut. Einmal drüber und schnell zurückflitzen und noch eine Runde. Gut das Gleichgewicht halten. Sehr gut. Und die letzte Runde noch. Vorsichtig balancieren. Jawohl. Und stopp. Als nächstes, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, laufen wir rückwärts darüber. Das ist schon echt schwierig. Da müsst ihr nämlich aufpassen, dass die Füße immer auf dem Gürtel drauf sind. Und ihr dürft nicht runterfallen. Auf geht's. Das ist ganz schön schwierig. Wer das schon schafft, der ist schon echt fit. Macht lieber langsam. Genau, lasst euch Zeit. Da muss man ganz gutes Gleichgewicht haben. Sehr schön. Bleibt auf dem Gürtel. Jedes Mal muss der Fuß den Gürtel berühren. Sehr gut. Und einmal stopp. Als nächstes laufen wir über den Gürtel wie ein Affe. Und der Gürtel ist zwischen unseren Händen. Ihr lauft vorwärts bis zum Ende vom Gürtel und direkt wieder rückwärts. Und wieder vorwärts und wieder rückwärts. Jetzt seid ihr dran. Los geht's. Immer bis zum Ende vom Gürtel und wieder zurück. Sehr gut. Wer das schon schnell kann, kann es auch schnell machen. Hin und her geflitzt, hin und her geflitzt. Sehr schön. Endspurt. Und stopp. Als nächstes sind unsere Füße zusammengeklebt. Und wir springen jetzt mit den Füßen, die zusammengeklebt sind, von der einen Seite auf die andere Seite. Boing, 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 boing. Bis zum Ende, laufen wieder zurück und fangen wieder von vorne an. Und los geht's. Einmal Füße zusammen und hin und her. Boing, boing. Sehr gut. Passt auf, dass ihr den Gürtel nicht berührt. Jawohl. Und die Füße bleiben zusammen. Wie ein kleines Känguru. Jawohl. Hin und her. Boing, boing, boing. Und noch eine letzte Runde. Richtig schnell geflitzt. Sehr gut. Und stopp. Wir kommen zur letzten Aufgabe, und zwar dem Sprung. Ihr stellt euch irgendwo hin, müsst mit beiden Beinen abspringen und müsst auf dem Gürtel mit beiden Füßen landen. Ich springe hopp. Und lande. Darf wieder ein Stückchen vom Gürtel runtergehen. Springe. Und lande. Auf geht's. Mal sehen, wie weit ihr wegstehen könnt, dass ihr immer noch auf dem Gürtel landen könnt. Sehr gut. Richtig weit springen und genau richtig landen. Mit beiden Füßen müsst ihr auf dem Gürtel landen. Genau. Sehr gut. Noch zwei Sprünge. Los, richtig weite. Und nicht umfallen, wenn ihr gelandet seid. Sehr gut. Letzter. Nochmal richtig weit. Jawohl. Und einmal stopp. Als nächstes braucht ihr einen Partner. Da könnt ihr zum Beispiel die Mama oder den Papa nehmen. Ich
nehme den Dennis. Und die müsst ihr jetzt mitmachen. Wir balancieren jetzt auf dem Gürtel aufeinander zu. Und ihr müsst jetzt aneinander vorbeikommen, ohne dass ihr runterfallt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir probieren das mal. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Oh, ich mache mich mal ganz klein. Mal sehen, ob der Dennis da rüberkommt. Oh, ja, das sieht gut aus. Oh, nein, komm mal weiter. Oh, und ich muss noch bis zum Ende. Geschafft. Man kann auch auf andere Weise auf die andere Seite kommen. Mal sehen, was ihr für eine Möglichkeit findet. Jetzt seid ihr dran. Los geht's. Mit der Mama oder dem Papa versuchen, aneinander vorbeizukommen. Ihr könnt das auch mit eurem Geschwisterchen machen, wenn ihr möchtet. Passt auf, dass keiner runterfällt. Jawohl. Miteinander arbeiten. Nicht gegeneinander, sondern einander helfen, dass man nicht runterfällt. Und wenn ihr das einmal geschafft habt, könnt ihr es nochmal probieren, vielleicht auf eine andere Weise. Man kann vielleicht auch stehen bleiben und umeinander rumdrehen. Genau. Sehr gut. Ein letzter Versuch noch. Jawohl. Das habt ihr super gemacht. Wir kommen zur nächsten Aufgabe. Ihr braucht dafür nochmal Mama und Papa. Die müssen nochmal ran. Und zwar jetzt wird gekämpft. Und zwar balancieren wir beide auf dem Gürtel aufeinander zu und müssen jetzt versuchen, den anderen irgendwie vom Gürtel runterzuschieben oder zu ziehen. Man darf auch hier festhalten zum Beispiel und kann ihn runterziehen. Aha, geschafft! Derjenige, der als erstes einen Fuß auf den Boden macht, der hat einen Minuspunkt. Und los geht's. Einmal um das Stehenbleib kämpfen. Versucht den anderen herunterzuschieben, zu ziehen. Genau. Wer übrigens auf den Boden aufkommt, der muss noch einen Strecksprung machen. Hab ich ganz vergessen. Genau. Sehr gut. Und los, Kinder. Schiebt die Mama und den Papa runter. Sehr schön. Nochmal fest. Komm, alles geben. Ah, macht ihr das auch richtig? Ja, sehr gut. Jawohl. Runterschieben. Los geht's. Eine Runde noch. Feste. Passt auf, dass ihr auf dem Gürtel stehen bleibt. Und einmal stopp. So, in diesem Workout üben wir ja, stark wie ein Tiger zu sein. Ja, ein Tiger, meint ihr, dass ein Tiger so steht? Stellt euch einmal alle so hin. Wenn man so steht, dann steht man wie eine ängstliche Maus. Wollt ihr eine ängstliche Maus sein? Nein, oder? Wir wollen ein starker Tiger sein. Tja, wie steht denn ein starker Tiger? Steht der Tiger mit den Beinen so? Nein, ne? Die Beine stehen auseinander. Macht mal direkt mit, dass ihr so steht wie ein Tiger. Die Beine sind auseinander, damit man stark stehen kann. Und wie sind die Arme? Sind die so? Nein, ne? Die sind an der Seite, an der Hüfte. Und bin ich ganz krumm? Nein, ich bin groß und stark wie ein Tiger. Und wo gucke ich hin? Gucke ich auf die Füße von meinem Gegenüber? Gucke ich auf die Ohren? Gucke ich auf die Hand? Nein, ich gucke in die Augen. Genau, ich gucke in die Augen. Dann ist man richtig stark, wenn man steht wie ein Tiger und in die Augen guckt. Tja, und wie ist das mit der Stimme? Ist die Stimme ganz leise wie ein Mäuschen? Nein, ne? Die Stimme ist richtig laut. Und das üben wir jetzt nochmal. Wenn ihr stark sein möchtet, müsst ihr auch eine laute Stimme haben. Und als erstes möchte ich mal hören, dass ihr gleich euren Namen ruft. Stellt euch hin wie ein Tiger und ruft euren Namen. Achtung, ich mache das mal vor. Ira! Und jetzt seid ihr dran.
Jawohl, da geht aber noch ein bisschen lauter. Ira! Aha, und jetzt noch mal viel lauter. Jetzt könnt ihr die ganze Wohnung zusammenschreien. Ira! Aha, das war schon mal gut. Und als nächstes rufen wir ganz laut Stopp! Aha, wir nehmen auch unsere Stopphand nach vorne. Noch mal viel lauter Stopp! Yeah, und die letzte Stufe noch einmal lauter Stopp! Sehr schön. Und in der letzten Runde, lass mich in Ruhe! Jawohl. Lass mich in Ruhe, noch mal lauter! Und noch mal alle Kraft zusammennehmen für die dritte Runde. Lass mich in Ruhe! Oh, ich höre das bis hierhin. Das war richtig laut. Also merkt euch, wenn man stark sein möchte, muss man stark stehen, wie ein Tiger, in die Augen gucken und eine laute Stimme haben. Und dann ist man richtig stark. Ja, wir machen ja auch Kampfsport, also kämpfen wir jetzt auch miteinander. Und dafür braucht ihr wieder Mama oder Papa. Mama oder Papa legen sich auf den Gürtel. Der Gürtel ist unser Indianerschatz. Und der Indianer, der da drauf liegt, der Dennis, der schläft. Mal gucken, ob wir den Schnarchen hören. Oh ja. Oh, jawohl, der schnarcht. Und ich werde mich jetzt anschleichen und dann klaue ich mir den Schatz. Aber seid ganz leise. Ganz leise. Und irgendwann klaue ich mir den Schatz und der Dennis versucht ihn festzuhalten. Und irgendwann schaffe ich es wieder. Und dann wird natürlich getauscht. Jetzt seid ihr dran. Los geht's. Sehr gut, die Mauer der Papa legt sich auf den Schatz. Ihr schleicht euch leise an, ganz leise. Und irgendwann holt ihr euch den Schatz und kämpft darum. Holt ihn euch, sehr gut. Und wenn ihr das geschafft habt, wird getauscht. Dann ist das andersrum. Dann dürft ihr euch auf den Schatz legen. Und Mama oder Papa klauen sich den Schatz. Anschleichen und klauen. Haltet den gut fest. Und wenn ihr es geschafft habt, dann wird wieder getauscht. Jawohl. Sehr gut. Ein letztes Mal noch tauschen. Anschleichen und klauen. Jawohl. Sehr gut. Die letzten 10 Sekunden nochmal alles geben. 10, 9, 8, 7, komm, klaut nochmal. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Super gemacht. Als letzte Übung, da legt sich einer auf den Bauch. Und der hat die Augen zu da unten. Und ich muss jetzt mit meinem Finger auf irgendein Körperteil tippen. Und der liegt, der Dennis hier, der muss sagen, welches Körperteil das ist. Ja? Zum Beispiel. Schulter? Nein. Oh. Wirbelsäule? Ja, Wirbelsäule oder Rücken, genau. Das war der Rücken. Und jetzt noch ein bisschen schwerer. Nee, was einfacher. Der Dennis, der kann das nicht so gut. Kopf? Jawohl, der Kopf. Ja, und jetzt könnt ihr überall antippen. Und wenn das leicht ist, könnt ihr auch nur ganz leicht antippen. Als erstes legen sich die Eltern auf den Bauch. Dann könnt ihr ganz vorsichtig mal antippen. Und gleich wird getauscht. Okay? Auf geht's. Mit dem Finger auf mein Körperteil zeigen. Und der liegt, muss sagen, was das für ein Körperteil ist. Auch da unten vielleicht mal tippen. Genau. Sehr gut. Genau. Super. Oder vielleicht auch mal am Ohr. Genau. Sehr schön.
Und einmal wechseln. Jetzt dürfen sich die Kinder hinlegen. Und dann dürfen die Erwachsenen zeigen. Und die Kinder müssen sagen, welches Körperteil. Ellbogen. Bein. Aber schwierig, aber schwierig. Großer Zeh. Ja. Jetzt seid ihr. Auf geht's. Sehr gut. Könnt auch ein bisschen schwieriger machen, liebe Eltern. Jawohl. Alle gelernt, wie man richtig steht, wie ein starker Tiger. Und unser Passwort ist Tiger. Müsst ihr euch gut merken, damit ihr die Passwörter von jedem Video sammelt. Ja? Also Tiger war das Passwort. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den nächsten Workouts, bei Teil 2. Und bis bald. Tschüss!